Wissen Sie noch viel oder oder Jäger? Eins von beiden. Ah, hier. So, hier ist das Event. Die wollen schon angreifen. Die können nicht angreifen. La, glaub Noobs hier, gut, hier ist ein Igen. Und ich habe nur noch 10 FPS. Boah, hat das Game wenig, Ding. Haltet das Game wenig aus, wenig Leute aus, ey. Die Engine ist halt Schrott. Bei World of Warcraft auf dem Server Trial hatte ich manchmal 200, 300 Leute auf einen Punkt. Das sind jetzt zwar auch über 100 Leute, aber dort leckt es nicht. Hier leckt es. Oh, sind das viele Leute. Hier sind die Alsius. Und hier sind die Süden. Ey, Motherfucker, komm zu mir, du Noob. Micho, Kolapai. Ey, aber... Hier sind zwei, Zwillinge. Was? Diese Vendettas haben doch die Bögen. Kein Schein. Sind wahrscheinlich so extreme Dinge, dass die alle diese Bögen gefunden haben. Ja, so ein Spiel ist das sehr empfindlich gegenüber Hex. Kann man nichts mehr. Wo ist Ursel? Der Unterschied zwischen Game Master und Super Game Master. Stell ich, wo ist Ursel? Salus von Rey, Leila von der Wand der Welt. Pharaoh getreut aus Drohnen in your blood. Drache Thunderbird. Thunderbird. Lucerius Teufel. Da ist der Amarei. Oh. Habt ihr ein Foto gemacht? Habt ihr Fotos gemacht? Wo. Da greift einer an. Wo soll das sein? Nichts Prestige Wister. Jo, also. Wir sind hier an einem Event und ja, was wollen wir hier machen? Warten. Das ist mir zu langweilig. Okay, da gehst du auch. Da kommen noch welche. Wo ist Ursel? Ja, wer ist Ursel? Ein Game oder was? Und da tanzt David Burner. Und der Pharaoh tanzt auch. Okay. Ja, da hat jemand Raketenknallkörper. Boah, der hat ein großes Schwert. Was ist der so... Ah, der hat einen Buff so groß. Das ist ein Bogen, nicht ein Schwert. Okay. Der hat auch einen großen Stab. Ich schau mir gerade ein bisschen die Rüstungen an und die Kostüme. Schwert, also die Waffen. Sidebreaker. Was sind das für eine Aura? Von ein paar, die wahrscheinlich der hat Auren. Tochonese aus Invictius. Benny Bear. Der Benny Bear ist hier mit einem Kürbiskopf. Und hier hat auch einen Kürbiskopf. Okay. Brenner. Jumka. Fruchtzwerge. Fruchtzwerge aus Enduring Freedom.
Freedom. Freedom. Okay. Gangnam Style. Das ist ein schöner Stab hier. Ja, nicht schlecht, sich an Level 60 halten, so ein richtig unique. Legendaries heißen sie hier. Und dann gibt es noch Epische Items, die sind violett. Alle tanzen. Der hat auch noch gute Mütze, totes Mütze, Skelettmütze. Der Paladin ist hier noch schön angezogen. Also ich finde Kostüme eigentlich, ja, eher ein bisschen hinderlich. Also wenn ich eine schöne Rüstung habe und eine Waffe, dann will ich natürlich diese Sachen anhaben. Aber wenn man halt noch keine schönen Waffen und Rüstungen hat, dann ist es so Kostüm-Dschungel. Aber ich finde sie nicht so schön wie manche Rüstungen. Vor allem vom Baba und vom Paladin sind richtig schöne Rüstungen dabei. Ich habe es jetzt leider nicht dabei, aber ich habe ein paar Schützensachen gefunden. Als ich vorher noch ein bisschen Items gesucht habe. Und die sind richtig schöner als auch vom Schützen. Also so, ja, schon fast Riemenrüstungen aus Leder, also richtig schön. Detailliert. Sieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Muki, Baroness aus Future of Dragons. Triox, Detro. So. Der kommt aus dem Sweat. Aus dem Sweat-Team. Polizei von USA. Sonderpolizei. Und Flipper Paper. Immer noch nix. Hallo? Ich wollte eigentlich raiden in diesem Let's Play. Hier ist wieder da. Tauron. Du hast nur 2 Kaxim für einen Belohnung fürs Tanzen. Ich will aber nicht tanzen, so viel an der Fleck. Die 2 sind auch lustig. Zwei Dinger, also aus dem anderen Reich, das können gar nicht zusammen sein. Haben sich einfach mal getroffen und herumgetanzt. Und diese Clones hier sind immer noch da. Diese Zwillinge von Vendetta. Hier sind 2... Ja, das ist das Kostüm. Xerkit, okay, Xerkit sind die Clones. Ich könnte mir die Flügel nehmen vom Kostüm. Ich glaube, die sind einzeln oder so. Kann die Flügel nehmen. Und nur mit den Flügeln tragen. Kann man das überhaupt? Wahrscheinlich sind die Flügel dann da. Was ist das für ein Ding? Das ist der Helm. Das sind dann die Flügel. Hier. Zum Beispiel, der hat nur einen Flügel an. Seht ihr? Dann trage ich nur die Flügel. Und der Rest. Die sind lustig. Synchron. Die tanzen synchron. Spartan hat Wackelarsch. Will mit Dragobert reden. Oh mein Gott, da hinten ist ein Iggy. Auch schon drauf gekommen. Dragon Beaver. Saftlatten, guter Name für einen Clan. Jo, was sollen wir machen? Wollen wir noch bleiben? Haha, so langsam tun mir die Beine weh. Vom PC sitzen. Boah, Relog, ein fettes Feld. Der Shadow Arrow wirft dir einen Kuss zu.
Okay. Das ist noch schöner, ist das ein Barbarenrüstung, der sieht aus wie Achilles aus Troja, der Film. Hat ungefähr gleiche Rüstung an, einfach nicht grünlich, sondern Bronzefarben. So, eine Bronzerüstung, was der Achilles trägt. Ist ja auch ein Bronzezeitalter, noch nicht die meisten Zeitalter. Der hat eine Ding. Eine. Joker-Mütze, also. Wie sagt man auf Deutsch? Ja. Komm jetzt nicht nach. Okay. Kleiner Mond, Michi Smalsi aus All or Nothing. Shuriken Showtime. Also, bei Regnum sehe ich zwar richtig geile Waffen manchmal, aber so ein richtig, ja, was so heraussticht, wie zum Beispiel bei Titan Quest die riesen Flügel und so, sehe ich eigentlich nicht. Also, wenn sie schon nicht bugfixen können, dann wäre ich doch dankbar, wenn sie wenigstens eine Rüstung einbauen, die halt herausstechen, dass man sieht, dass sie legendär sind und so. Zwar sind die Bögen hier sicher legendär, ist auch gut so. Und mehr auch nicht. Slash Party Button. Slash Party Button. Ich kann nicht angreifen, ich will nicht angreifen. Das ist wahrscheinlich wegen dem Auto-Ding. Autokampf. Press alle Game Master. Haben alle Game Master jetzt hier. Leute, haben zwei sogar schon den Ding. Boah, wie viel geben die aus, wenn sie jedes Mal das neue Kostüm müssen kaufen? Das ist auch bei League of Legends so. Jeder Charakter, jeder Spieler will sofort den neuesten Charakter oder den Skin und so. Same. Man sieht nur noch von diesen herumlaufen bei League of Legends, also richtig. Boah. Der sieht auch nice aus, der sieht so aus wie ein von Herr der Ringe. Draco Thunderbird. Ich will nicht angreifen, versteh's doch. So ein Mortor von Mortor, so ein halbtoter Mensch. Oder Ork oder so. Hallo? Ist das überhaupt ein Event, wenn wir hier rumstehen oder was? Fußballspiel oder so, Handballspiel. Kann auch Fußball sein. Hier ist ein ganzes Skelett. Hier ist ein Ding da. Komische Risse. Wo ist der andere eigentlich hin? Teenlex, der andere ist aufgegangen. Ah, jetzt ist er wieder da. Slash Party. Abspielen. So. Ah, jetzt ist er da. Aber wieso hat er nur Leben? Ah, jetzt hat er wieder Leben. Jetzt sind plötzlich so viele Jäger da mit ihren Orks. Aber die Orks sind gar nicht am stärksten. Die meisten DPS haben die Tiger, aber wahrscheinlich sind die Orks einfach am schönsten anzuschauen und darum haben sie es. Also Trolls sind ja nicht Orks, Trolls, ja.
Die Tiger sind die stärksten. Und auch am... Ja, zäher als Trolle sogar. Säbelzahntiger, weiß jetzt nicht, wie die genau heißen. Bramsen des Tiger. Oder Löwen oder Leoparden, aber ich glaube Tiger sind. Naja. Da sieht man, wie wenig Wissen das die Leute haben, manchmal, aber. Psst. Ist gut so. Damit sind wir ein bisschen stärker, wenn wir raiden. Aber bis jetzt hatte ich noch nie ein 1v1 gegen einen Jäger. Die trauen sich einfach nicht alleine irgendwo hinzugehen, weil sie halt die schwächste Klasse ist. Also ja, die zweitschlechteste Paladin ist wahrscheinlich am schlechtesten. Aber nicht so viel aushalten wie den Paladin. Darum. Vor allem